So, an der Stelle würde ich einfach mal sagen, Peace, was geht ab, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich sitze hier gerade im Auto. Wo habe ich jetzt meinen Schlüssel hingetan? So, ich habe hier ein Ladekabel und so weiter und so fort. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Das heißt neu, mein iPhone mit der aktuell fehlenden Dings hier oben drauf. Kennt man das, ja? Macht mein iPhone eigentlich bessere Fotos? Hier ganz wichtig, ne? Immer schön Fragezeichen hören. Hallo? Will er nicht? So, nochmal abziehen, ranstecken, Start. Dings läuft. Digga, willst du mich verarschen? Was ist das jetzt schon wieder hier für ein Vorführeffekt, Digga? Ich raste jetzt schon wieder aus, Digga. Actually, jetzt einfach wieder ausgemacht. Wissen Sie, wie alt sie war, als das Unglück geschah? Er zeigt ist wieder nichts. Jetzt muss ich nochmal wieder das Ding rausziehen, neu reinstecken, nochmal Play. Das ist jetzt aber auch der größte Vorführeffekt, den es überhaupt irgendwie gibt. So. Jetzt aber, Dankeschön. Das muss ich mal eben kurz hier erklären. Was ist hier eigentlich Phase? Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal los. Ich erkläre euch gleich ein bisschen ein, zwei Sachen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ist da irgendwas im Busch? Das ist mehr als offensichtlich, Bob. Der Typ muss wahnsinnig sein. Scheiße, ich hätte gar nicht. Ja, jetzt kann ich bis morgen früh hier parken. Ja, Mahlzeit. Bis 8:50 Uhr, da habe ich vergessen. Ich hätte gucken sollen, wie lange das noch geht. So, ja, ich bin jetzt hier unterwegs, gerade in der Stadt, wie man es unschwer erkennen kann. Ich bin mittlerweile komplett überfordert, was irgendwie Film angeht. Aber ich habe jetzt einfach mega Bock drauf, aber bevor irgendwas Ampel ist gerade grün, sollten wir mal eben rübergehen. Ja, wie soll ich sagen, ich gehe jetzt erstmal irgendwo was essen, weil ich habe Hunger. Also ich bin jetzt ganz lost unterwegs. Eigentlich hätte ich irgendwie anders parken und gehen wollen, weil mein Navi, also mein Autonavi was anderes gesagt hat. Das waren eben die 700 Meter gehen, das ist jetzt am Ende auch nicht so wild, aber scheiße geil. Auf jeden Fall, die OGs von euch, die müssen es eigentlich erkannt haben, dass ich hier mit einer Canon Legria filme, damit die ganzen YouTuber damals auf der Longboard-Tour unterwegs gewesen mit dieser Kamera. Die kann gerade mal 1080p mit 25 FPS, aber ich konnte diese Kamera eigentlich relativ günstig bei eBay schießen und deswegen habe ich eigentlich gedacht, komm, willst du eigentlich schon immer mal so eine Cam haben. So, ja, ich bin jetzt wieder hier. Ich bin gerade komplett raus. Ich weiß überhaupt nicht, über was ich eigentlich irgendwie reden soll, wie ich was erzählen soll und so weiter und so fort, weil irgendwie ist das komplett weird, einfach mal wieder ein Video zu machen, wo man vor der Kamera redet. Ich habe mir einfach gedacht, yo, ich fand die Kamera immer geil, ich wollte sie irgendwie immer haben, sie war aber halt, ich glaube ab 2016 oder 17 gab es sie nicht mehr im Handel, nur noch auf eBay für überteuertes Geld. Jetzt allerdings war sie wieder im Netz, ich habe sie bei eBay geschossen. Ja, sie kann halt nur 1080p und hier 25 FPS. Ich fand die irgendwie für den Flair, fand ich diese Cam cool, so, keine Ahnung. Ich habe zwar eine Action-Cam, die aber auch nicht mehr so geil ist. Und die hat eigentlich ganz geilen Sound. Also von der Tonqualität ist die Cam eigentlich ganz gut. Zukunftssicher ist diese Kamera definitiv nicht. Ich fand es einfach geil vom Ding her, so, yo, einfach eine Canon Legria, einfach damit wieder filmen, so auf Oldschool. Finde ich geil, habe ich Bock drauf. Und auch wenn ich irgendwie zukünftige Vlogs mache, zum Beispiel, wo ich in Frankfurt gewesen bin, habe ich ja auch den größten Teil mit der Actioncam gefilmt, weil ich wusste, ich habe einen großen Weitwinkel wie hier. Ich muss jetzt nicht gucken, ist alles wirklich hundertprozentig im Bild. Der Weitwinkel, der Look ist eigentlich auch ziemlich cool. So, keine Ahnung, dass hier das hier so alles so gebogen ist, alles außen, und man relativ viel drauf hat hier. Man kann sogar den Beifahrer, ich bin am Lenkrad und man kann den Beifahrersitz sehen und den Kindersitz. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen? Eigentlich nicht. Ich habe ja vor einem Monat ein Status-Update gemacht. Ich habe das Motovlog-Video immer noch nicht fertig gemacht. Eigentlich können sie einfach hochladen. Vielleicht kommt es morgen online, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt auch nichts online. Das kann ich euch nicht beantworten, das weiß ich nicht. Das werden wir morgen sehen. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts großartig zu erzählen. Ich glaube, wir sehen uns gleich noch wieder, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber ich glaube, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ich bin jetzt zu Hause. Ich werde mir jetzt die Aufnahmen ein bisschen angucken. Gucken, wie die halt so sind. Und werde dementsprechend wahrscheinlich auch dieses Video einfach so hochladen, so ohne Kontext, ohne nichts. Meine neue Cam. Bro. Ja. Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal wieder eins, nehme irgendwie was auf und hatte da gerade irgendwie Bock drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein und ja, ciao.